Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite. I messed up my intro, so here we go. May 26th, item shop, new emote. Definitely getting that. Really good emote. Billy Bounce, it is called. Pretty interesting. All right, so Doggo is still in the shop. There we go. Comes with the back bling Chow Down. Chew Toy. And the Rough Wrap. Cycle through the models. Looks like Burger King. Someone pointed it out in the comments. Literally looks like Burger King, which is pretty interesting. Sunbird is back. Comes with the back bling Sun Wings. Okay. Mesmer is also back. Comes with the back bling Hypnotic. Axe Tech. Sounds really heavy. And so does the Sunrise Glider. All right. Sanctum is back again. Backbling is Coven Cape and the Moonrise. All right. Disco Fever emote. I feel like we haven't seen this emote in a while, actually. I don't know. Spectral Axe. Something we see all the time. Renegade is back. Snorkelops is back. Billy Bounce emote, and the Stealth Glider. I don't own this glider, but I'm not going to get it. Hopefully you guys enjoyed the video. If you did, let me know with a like and comment down below what you think about the shop. Subscribe for daily content. If you plan on buying anything, you could use my code ITALKFORTNITE if you would like to. Thank you all so much for watching, and I will catch you all later. See ya. So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen zeige ich euch natürlich auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop. Also, falls ihr neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Einfach mal kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Ich habe mir auch den Mobster-Skin hier schon heute gekauft. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der heute nochmal drin bleibt, aber das werden wir jetzt sehen. Und okay, ich hatte recht, er ist immer noch drin. Und es gibt einen neuen Emote, den Billy Bounce Emote für 500 V-Bucks. Okay, jo, schaut doch mal nicht schlecht aus. Dann fangen wir mal ganz schnell auf der linken Seite an. Erstmal hier die Wurflackierung gestern neu. Auch der Mobster-Skin mit seinem Backpack. Ich hatte auch gestern einen ziemlich guten Kommentar. Da hat jemand geschrieben, dass kein Hund der Welt sein Essen hier drin übrig lassen würde. Und das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und dann noch der Kauknochen für 500 V-Bucks. Ja, Sound ist jetzt nicht so spektakulär. Dann haben wir als nächstes den Sonnenvogel mit diesen ziemlich coolen Flügeln. Außerdem kann man noch die Maske hier oben abnehmen. Also das gibt quasi einen alternativen Style dazu. Dann gibt es noch den Hypnor-Skin oder Hypnor, wie auch immer ihr den aussprechen wollt. Den Backpack finde ich irgendwie richtig scheiße, aber der Skin schaut auf jeden Fall ziemlich bosshaft aus. Und ich glaube noch ein oder zwei weitere Sachen, und zwar immer die Hacke. Okay, der Sound ist natürlich mächtig, aber ich finde sie optisch jetzt nicht so krass. Auch den Gleiter, den Sonnenaufgang, finde ich jetzt nicht so mega. Also ich bin auch vielleicht einfach kein Fan von diesem ganzen Aztek-Thema. Deswegen habe ich mir auch da nur die Skins geholt. Dann haben wir noch den Sanctum. Der Umhang hier passt richtig gut zum Rahmenskin, weil der hier noch so lila ist. Das schaut ganz cool zusammen aus. Und dann noch der Mondaufgang für 1200 V-Bucks. Ja, Sound ist nicht so krass, dafür sind diese Rauch-Nebel-Effekte hier ganz, ganz nice. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Wie immer, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, vielleicht knackt ihr heute wieder die 5000 Likes. Mal schauen, ob ihr das hinbekommt. Dann erstmal Disco-Fieber. Ziemlich cooler Emote, mag ich sehr. Coole Melodie, coole Moves. Dann die Spektralhacke. Empfehlen würde ich sie inzwischen nicht mehr. Früher habe ich sie euch empfohlen, aber ich finde sie inzwischen jetzt nicht mehr so krass. Abtrünnige finde ich vom Preis her ganz gut, dadurch, dass sie auch ein bisschen anders ausschaut als diese ganzen normalen Default-Skins. Dann Schnorchelops, ein richtig geiler Skin. Wahrscheinlich heute bisher auf jeden Fall das Beste im Shop. Also ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Schnorchelops, einer meiner absoluten Lieblingsskins. Leider ohne Backpack, aber spiele ich trotzdem ziemlich gern. Und da kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages. Und zwar der Billy Bounce Emote, der neue. Schauen wir ihn mal direkt an. What the fuck? Warte, das schauen wir uns mal ganz kurz mit einem anderen Skin an, wo man auch hier das Gesicht gut sieht. Nehmen wir mal den hier und dann spielen wir mal den Emote ab. Ganz wichtig, das ist wieder ein Fortbewegungs-Emote. Heißt also, auch mit diesem Emote kann man sich dann in der Lobby fortbewegen. Ich kann es direkt hier mal kurz zeigen, dass ihr mir das auch glaubt. Gehen wir mal ganz kurz in eine Solo-Lobby. So, und dann machen wir direkt mal hier den Billy Bounce. Und da seht ihr, man kann sich damit fortbewegen. Ja, oh, er ist begeistert. Ja, die Musik finde ich auch ganz chillig eigentlich. Ist jetzt kein so
krasser Tanz, aber für 500 V-Bucks, also mit dieser Fortbewegung auf jeden Fall in Ordnung. Ohne hätte ich wieder gesagt, würde ich mir nicht holen, aber mit der Fortbewegung kann ich den euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann haben wir nämlich noch im letzten Slot des heutigen Tages den Getarngleiter. Finde ich mega hässlich, also kann ich euch gar nicht empfehlen. Holt euch den lieber nicht, spart lieber die V-Bucks. Holt euch zum Beispiel den Billy Bounce hier, zumindest meine Meinung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen von der Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Falls ihr schon abonniert habt, aktiviert die Glocke. Wenn ihr euch zum Beispiel heute den Billy Bounce hier holt, dann nutzt gerne den Creator-Code Snoxy. Tragt gerne Snoxy vorher hier schnell als Creator ein. Und ja, dann hoffe ich, ihr habt einen guten Start in die Woche. Wir hören uns wahrscheinlich schon nachher zum nächsten Stream. Macht's gut und haut rein. Tschüss!